Mein Name ist Christian Dingert. Mein Heimatverein ist die TSG Burg Lichtenberg. Ich habe selber gekickt, im Jugendbereich, auch noch ein, zwei Jahre aktiv und dann habe ich mich für den Schiedsrichter entschieden. Also ich habe eigentlich so gut wie immer nur in der Verteidigung gespielt, der rechte Verteidiger und dann im späteren Verlauf dann ab und zu mal noch im defensiven Mittelfeld. Also quasi so eine Art Abräumer. Bei meinem Bruder in der Jugend gab es dann keine offiziellen Schiedsrichter. Die Pfeife wurde mir in die Hand gegeben und pfeif du das Spiel mal. Dann irgendwann hat ein offizieller Schiedsrichter draußen, mein damaliger Pate, hat gesagt, hey, willst du nicht mal eine offizielle Prüfung machen? Dann kannst du auch hier mit dem Trikot und so weiter die Spiele pfeifen. Und dann habe ich 97 die Schiedsrichterprüfung gemacht. Mein erstes Spiel als Schiedsrichter in der Bundesliga war 1. FC Köln gegen FC St. Pauli. Damals 2010. Keine große strittige Situation. Im Nachgang lief das Spiel eigentlich so wie im Film ab. Ja. Das lief so irgendwie, man war dabei, man war fokussiert 90 Minuten, aber man stand da schon ein bisschen unter Anspannung, sodass man es nicht so genießen konnte, wie man es vielleicht heute machen würde. Ja, der schönste Moment für uns Schiedsrichter ist eigentlich in dem Moment, wenn man einläuft, ja, sieht mit den Mannschaften zusammen aufs Feld geht, alle klatschen, freuen sich aufs Spiel, da ist noch alles auf Null gestellt. Im Nachgang ist es so, ich sag mal, wir brauchen keinen Applaus. Im Endeffekt, wenn über uns keiner spricht, dann ist es eigentlich für uns dann das beste Lob. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt im öffentlichen Dienst. Gut, man muss dazu sagen, wenn ich montags wieder ins Büro gehe, dann wird man geerdet, weil man mit ganz anderen Dingen und mit ganz anderen Themen zu tun hat, die jetzt nicht mit dem ganzen Fußballgeschäft zu tun hat. Man wird natürlich auch angesprochen, wenn irgendwas war. Die sehen das natürlich auch, so wie viele Fußballfans auch im Fernsehen. Und da wird dann auch schon mal im Nachgang noch diskutiert. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese. Also wenn wir sie zusammen kochen würden, ich bin der schlechte Koch, also das funktioniert nicht. Also ich esse gerne, aber kochen ist nicht so mein Ding. Wir haben schon unterschiedliche Typen hier in unserem Schiedsrichter-Team. Ja, ich glaube, man braucht so Gerechtigkeitssinn und auch Mut, Entscheidungen zu treffen. Zwei Eigenschaften, also ohne die geht es, glaube ich, schlecht. Eine Botschaft an alle Schiedsrichter, natürlich, man muss ein dickes Fell haben, darf nicht alles hören und vor allem dabei bleiben, auch wenn mal eine schwierige Zeit kommt.